Hallo, da ist die Gabi von Gabis Paper Art und das heutige Projekt aus der Kreativbox ist das nette Schachtel. Und zwar hat es da vorne einen Griff und da kann man eine Mannerschnittenverpackung rein tun oder man kann Notizzettel rein tun oder man kann einmal so einen Schmuck rein tun oder eben was man halt gerade so hat, wo man irgendwo verpacken will. Das Nette an dem Schachtel ist auch noch zusätzlich, dass man da eine sogenannte Eselkarte hat. Das heißt, die Karten, die lässt sich da so schön aufstecken. Ja, und jetzt würde ich sagen, greifen wir so und starten. In deinem Projekt Paket ist jetzt einmal so ein Schachtel drin mit jede Menge Zeug, bling bling und Decks und Zeug, und da holen wir uns einfach einmal die weißen aus, dass wir die stempeln. Dann zusätzlich haben wir da auch noch alles Mögliche am Papier. Da legen wir uns einmal einen Teil auf die Seiten und auch da holen wir uns die weißen Karten aus. Das andere legen wir auch auf die Seiten. Ja, stempeln da mal mit dem Stempelset, das ja auch im Paket dabei ist, für alle Zeit. Und da braucht man einmal was sind denn das, so Balle, und einmal das Blattl und das Hallo. Und für dich, weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Genau. Gut, dann fangen wir an. Auf das kleine quadratische kommt das Hallo auf. Die Hauptfarben von dem Projekt sind Marineblau und Olivgrün. Und das Hallo stempeln wir mal gleich in Olivgrün. Mal das Hallo, das habe ich mir schon auf dem Block raufgetan. So, schauen wir da. Da ist auch so, dass man mit den Stempelkissen einfach nicht mit voller Wucht reinfährt, sondern wirklich eher so ein bisschen sachte. Und ja, dann nehmen wir mal so die Mitte und stempeln jetzt das Hallo auf. Dann braucht man noch in Marine das. Für dich. Ich tue aber die Stempelkissen gleich wieder zu, nachdem ich es braucht habe, weil es ist ja eigentlich schade, wenn wir ins aus Versehen eingreifen mit irgendeinem Projekt. Und deswegen, ja. So, dann brauchen wir das Marineblau. Stempeln wir auch. Da ist das da. Das geht sich schön aus. Man muss vielleicht ein bisschen zielen, weil wie gesagt, das geht sich aus. Genau. Schaut super aus. Kann gleich auflassen, weil man nur das quadratische, oder ja, fast quadratisch, es ist eigentlich rechteckig. Es hat 8,5 cm mal 9,5 cm. Und da stempeln wir uns jetzt also die blauen Balle auf. Man sieht es da, das ist also wirklich ganz nicht so tiefer Stempel, sondern der hat einfach mehr Struktur. Und das stempeln wir in die Mitte da, so, oder auf die Seiten rein in der Mitte. Wenn man es jetzt nicht so stark haben möchte, dann kann man es auch einmal anstempeln und dann drauf gehen. Also zum Beispiel so. Und dann habe ich mir entschieden, statt dem Olivgrün, weil es war mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten, bin ich dann mit dem Stempelkissen auf das Lindgrün ausgewichen, weil das eigentlich auch stark genug ist. Und dann nehmen wir uns jetzt noch die Platten her. Ich habe jetzt halt nicht den ganz großen Block hergenommen, weil man ja im Grunde eh nur die Spitzen braucht und nachher reicht das eigentlich völlig aus. Und dann haben wir da ein bisschen stempeln. Und um. Und dann vielleicht auch nochmal so. Und das ist ganz egal, wenn das drüber geht, das schaut eigentlich ganz nett aus. Genau, das war doch genug gestempelt. Und jetzt bauen wir die ganze Sache zusammen. Was weg da. So, da lang. Das lassen wir trocknen, dann ein bisschen auf die Seiten. Was braucht man? Wir brauchen als nächstes, machen wir jetzt dieses Untergestell. Das Untergestell, das ist also praktisch die Schublade und das Rundumteil. Da brauchen wir mal das da. Dann das ist für oben. Das ist die Eselkarten. Und da braucht man noch den ganzen Rest von dem Ding.
Und wir brauchen das Schneid- und Falzbrett. Nehmen wir jetzt so her, die kleinen Blingens, Blingens da ja auf die Seiten. So, da haben wir mal, dass ich mit meinen Haaren nicht drin bin, da haben wir mal vier Teile mit 10 mal 1,8 und 4 mal mit 8,5 mal 1,8. Das ist praktisch das Rundum. Das sind für innen und für außen von der Schublade Teile. Dann das ist für die Rundum-Geschichte. Das ist der Griff vorn dran. Der hat also 1,5 mal 10 cm und den falzt man auf alle Fälle einmal bei 1,5. Und auf der anderen Seite auch mit 1,5. Genau. Da kommen wir auch schon mal da rein daher da. So, nachher haben wir das Grundgerüst. Das ist 14,5 cm mal 13 cm und das falzt man rundum und um, machen wir Falzlinie bei 2 cm. Noch mal 2 cm. Und dann, weil wir es gleich da haben, das Bredel, da haben wir den Streifen mit 26,5 und 9,5, der ist vorgeschnitten. Allerdings habe ich ihn bei dir noch nicht gefalzt und die Falzlinien, die sind auf der langen Seite bei 10,6, dann bei 12,7. Dann klappt man das noch aus, das geht ja auch noch, bei 23,3 und bei 25,4. Genau, das ist dann nochmal das, was gefalzt werden muss. Das dann zeitnah. So, jetzt brauchen wir eine Schale. Und zwar schneiden wir jetzt einmal da rundum kleine Dreiecke. Weil das einfach dann beim Zusammenkleben leichter ist, dass oben der Rand schön bündig ist. So, und das letzte noch. Dann ziehe ich mir die Falzlinie noch. Kann man auch das Falzbein hernehmen. Jetzt sauber noch einmal. So, dann kleben wir mal die Unterseiten auf. Und zwar haben wir da zwei Stücke mit 8,5 x 10 cm. Man kann da jeden Kleber hernehmen. Gell? Also man kann den Flüssigkleber hernehmen, der hat den Vorteil, dass man halt dann noch ein bisschen hin und her schieben kann. Oder man kann den Stampin' Snail hernehmen, der ist neu. Das ist der Nachfolger vom, ja, vom anderen Kleber. Dann die zweite picken wir auf die Innenseiten. Es gibt von dem neuen Seal gibt's auch den Seal Plus. Das ist so der Nachfolger von dem Fast Fuse. Das ist also der richtig ordentlich klebt dann. Gell? So, was machen wir nachher? Dann drehen wir wieder auf die Außenseiten. Dann kleben wir die Longen drauf. Die hätten vielleicht auch ein bisschen kleiner sein können als wie das 8,9, aber ich habe mir gedacht, weil bei der Umhüllung braucht man es sowieso und damit man nicht so viele unterschiedliche
von Mathe haben und Breiten haben, bin ich einfach bei 1,8 geblieben. Und wie gesagt, es ist ja das Innenleben von der Box, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn nicht so viel blau ausschaut. So, und für die zwei Kleinen, oder für die vier Kleinen nehmen wir auch noch zwei her. Und klemmen die noch drauf. Bevor wir jetzt das Ganze zusammenkleben, braucht man nur ein Loch. Und zwar machen wir das mit der Crocodile. Und da war ich vom letzten Mal noch nicht alles raus. So, also ich nehme da, es gibt da einmal das große Loch und einmal das kleinere Loch. Und ich nehme da das kleinere her und schaue, dass ich halbwegs die Mitte erwische. Man kann da auch die Schirwal noch verstehen. Da haben wir einmal die Zentimeter und einmal die Inch. Aber wie gesagt, ich habe mir das schräg geschnitten und schaue, dass es halt halbwegs auf beide Seiten gleich ist. Schauen wir, sollte das passen. Gut, dann kleben wir das so und das so. Das heißt, wir können die zwei schmalen schon mal reinkleben. Die langen noch nicht, weil wir davor zuerst einmal die zwei Klemmen noch rein da müssen, die auch in der kleinen, im kleinen Schachtel drin sind. Hopsa, hopsa, hopsa. Wenn man mal sowas hat, dass man dass an der Kleber auskommt oder was, kann man das auch mit einem Radiergummi wegkleben. Also das ist möglich. So, beim Zusammenkleben wird es dann nicht so sehr, dass das ins Loch reinsteht. Macht aber nichts. Ich schneide mir da ein bisschen was weg. Und auf der Seite auch. Hinten kann man es lassen. Und kleben wir das noch zusammen. Mal ein bisschen heben, aber wie gesagt, er klebt echt so schnell, dass das kein Hexenwerk ist. So, dann kleben wir noch vorne zusammen. Das auch noch gleich reinschlagen. So, oder? Dann haben wir da noch. So, als nächstes holen wir jetzt die Teile da raus, die goldenen. Sind die da. Und wir brauchen praktisch unseren Griff, den wir mit 1,5 cm gefalzt haben. Dann nehmen wir jetzt nur mal das, die Crocodile her. Das ist jetzt nicht etwas, was beim Stampin' Up gibt, aber die kann man halt vom Via Memory Keeper ist die und die kann man einfach bestellen, findet man also jederzeit. Da schauen wir auch, dass wir halbwegs die Mitten zusammenbringen. Wo ist die? Gut. So. Dann. Achso, was wir auch noch machen, mal dazu. Mit dem Falzbein, mal schauen, was wir haben. So. Mit dem Falzbein so ein bisschen den Griff nachbiegen. Das geht auch mit den Fingern. Ja, wie gesagt, mit den einen ist praktischer. Dann fahren wir da durch, fadeln da ein, dann die Klemme auf. Und dann auf der anderen Seite das gleiche. So, dann kann man das nachher noch ein bisschen richten. So, und dann kleben wir noch die langen ein, weil die verdicken dann jetzt praktisch unsere Klebelaschen. Und dann schaut das ganz sauber aus.
der anderen Seite dasselbe. Es ist natürlich schon zu viel Papier verklebt, also man muss es nicht machen, wenn man sagt, man, ich brauche nicht so viel drauf. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz ordentlich und das darf schon mal sein. Es ist ja ein besonderes Geschenk. So, dala. Gut, dann brauchen wir das lange Papier. Das falzen wir auch an den Falzlinien. Auf der Seite noch. Da gehen wir noch an. Doppelseitiges Klebeband drauf und zwar innen auf der langen Seite, weil es kann sein, dass wir nicht ganz an die Falzlinie von der anderen Seite kommen, weil wir werden das jetzt so machen, das empfehle ich da, dass die Schublade praktisch im Draht einsteckst und dann schön zuklebst. Deswegen, warum miteinander? Damit man einfach das dann schön zum Zirchen hat. Gell? So. Siehst du das? Jetzt ist schon mal das Unterteil fast fertig. Da kleben wir jetzt noch gleich die zwei Streifen. Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie? Da sind sie. Da sind sie. Die sind also nur mal 1,8 mit 9,1. Das sind zwei Streifen dabei. Und die kleben wir auf die Seiten gleich drauf. Lässig aus, also ganz angetan von dem Stempelset und vom Papier und ja, es ist schon was Tolles. So, gut. Also, das ist schon mal fertig. So, dann nehmen wir uns die nächste Sache vor. Und zwar haben wir da Olivgrün mit 9x10 cm. Und da passt das Papier wunderbar, das wir vorher gestempelt haben drauf. Wie gesagt, auch da wieder, du kannst Kleber hernehmen, was du magst. Und schauen, dass man so schön die Mitten erwischt. So, das passt gut. Nehmen wir das schon mal. Noch. Was haben wir denn da? Das ist jetzt praktisch der Rückteil. Also das ist nicht im Bild. Der Rückteil von der Iselkarten. Den nehmen wir da auf die Seite. Und das ist das Grundgerüst von der Karten. Und da brauchen wir noch ein paar Falzlinien. Und zwar ist die Karten, da hat ein Gräß von 10,5 x 19 und auf der 19 cm Seite machen wir unsere Falzlinie bei 14,3 und bei 9,5. So, und die tun wir auch ganz gut mit dem Falzbein nachfalzen. So. Und zwar schaut das jetzt so aus, dass wir praktisch diese so haben und wir kleben die blaue Karten mit der Unterseite unten drum. Das heißt, das obere steht drauf, damit man sie dann so schön drauflegen kann. Und jetzt zurückfahren wir. So, dann haben wir wieder einen Kleber. Also auf der, nicht auf der Borden, sondern praktisch auf der schmalen Seite hat das aufgeklebt. Prinzipiell, wenn man Kleber irgendwo auftut, immer aufs kleinere Teil aufkleben, weil auftragen, damit wie soll ich denn sagen, beim Großen erwischt man vielleicht nicht alle so genau die Mitten, da sieht man sie ja, hätte ich vielleicht noch ein bisschen sparsamer da können, aber wie gesagt, das schaut jetzt so aus, das heißt, jetzt auf die Innenseite. So, außen ist die Karten, auf die Innenseiten kleben wir das Designerpapier mit den 9x10 cm auf.
Der ist auch total ergiebig, der Dombo. Also man kommt echt ewig aus damit. So. Siehst du, das ist dies da. Dann haben wir das Oberteil. Das machen wir ins Ohr. Überlege gerade. Ah, das können wir schon aufkleben. Das kleben wir auf. Machen wir das auf eine Rampe. So. Genau. Dann gingen wir her. Jetzt haben wir mal Tierteile verarbeiten. Da haben wir noch zwei so blaue, dann haben wir da noch weiße Blätter, dann haben wir noch das Gold, noch ein blaues, ein kleines und da haben wir noch, dann haben wir das Gold und dann haben wir noch die zwei Karten und dann noch das Bantel. So, und zwar fangen wir mal um. Das DSB, also das Designerpapier, das schneiden wir in der Mitte auseinander. Wenn man kann natürlich mit der Schere auseinanderschneiden. Ich werde jetzt einfach mit dem Falzbrettel, weil es flotter geht. Und dann kleben wir uns das auf eins hinten drauf. Wie gesagt, dann eher nur den oberen Teil. Und nachher dann da, kleben wir das auf und schauen ein bisschen da noch die Falz. Noch die kleinen Nadellinien, wie es fast ausschauen, und so kleben wir uns das auf. Das Blattl wäre auch scharf. Dann noch die andere Seite. So kann man überhaupt einfach eine nette Dekoration machen, indem man Sachen auch noch mehr auseinanderschneidet. Genau. Das ist so. Und dann brauchen wir das Hallo. Das ist das, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Das kleben wir ins Mitte der Menschen nicht auf, wenn ich sie denn finde. Da sonst. Kleben wir mal zwei drauf. Zack, zack. Schauen wir, dass wir halbwegs die Mitten haben. Die Karten wieder. Das werden wir dann auch mit der Menschen aufkleben. Gut, dann tun wir mal die Blätter noch drauf. Also die klebe ich jetzt auch mit dem Dombo wieder drauf. Da muss man auch nicht jetzt einzelne Blättel aufkleben. Weil ja, wie gesagt, das Etikett, das soll ich dann wieder drüber kriegen. Und dann hebt das schon. Dann brauchen wir noch ein blaues. Das kleben wir jetzt da so an den Rand. Und dann noch das Gold. Vielleicht ein bisschen aufstehen. Dann tun wir aufs Etikett noch ein paar Dimensional drauf. Und positionieren uns das so halbwegs wieder in die Mitte. Dann haben wir noch das kleine Blattl. Dann braucht man noch ein bisschen Bling Bling. Und zwar habe ich mir da jetzt praktisch, das sind die Blends, das sind die Alkoholmarker. Da habe ich mir mit dunkelblau, also mit marineblau dunkel und mit dunkel olivgrün, habe ich mir die zwei angemalt, weil du siehst dann alle so, dann ist man ganz auf der sicheren Seite, dass es auf alle Fälle passt. Und dann hole ich mir jetzt die runter und klebe mir jetzt die da hin, wo wir es haben wollen. Ja.
Gut, dann haben wir das. So, dann brauchen wir da die Unterseiten. Das schaut dann so aus, dass wir wieder das Grüne nehmen. Dann brauchen wir da das goldene Blattl. So ein bisschen. So. Dann das blaue. Eben die Stanzformen heißen ewige Zweige und die sind schon einfach sehr bezaubernd. Also ich bin schon ein Fan davon. Und man kann sie wirklich in jeder Farbe ausstanzen. Man ist da echt nicht gebunden an das Blau oder Grün oder irgendwas. Da haben wir jetzt nachher nochmal das Etikett. Das kann man wieder mit einem Dimensional laufe. Warum darf man das Ganze alles ein bisschen erhöhen? Das ist, damit das obere Teil von der Eselkarten dann, wenn man es aufstellt, praktisch einen Halt hat und nicht davor rutscht. Da schauen wir auch wieder, dass wir halbwegs die Mitten zusammenbringen. Und da dann das jetzt, oh Gott, du bückst. So, nehmen wir die Menschen rauf. Ich tue jetzt nicht wirklich sparen. Ich hoffe, es verzeiht mir. Aber wie gesagt, es kann ja jeder so viel aufkleben, wie er mag. Jetzt klemmen wir diesen auf, damit wir dann noch wissen, wo wir ungefähr das Bantel umbringen. Aber wie gesagt, ich darf es eher weiter vorn kleben. So. So, da. Genau, und dann haben wir noch das Bantel. Weil, wenn man das dann aufstellt, hätte ich das eben auch gern, dass das die Schrift nicht total überdeckt. Ein bisschen weiter umschieben. Machen wir da gleich einmal. So, ein Schlaf rein. Das kann auch dann. Ja, vielleicht. Nein, das passt schon so. Das muss jetzt auch noch keine Schiene sein. So, und jetzt gehen wir her und kleben praktisch den unteren Teil von der Karten auf unser Schachtel drauf. So. Dann lassen wir die Mitten erwischen. Das ist eben der Vorteil an dem Flüssigkleber, da kann man auch nochmal, kriegt also nicht gleich biegt so ungefähr, das Schiebladel außer da in dem Fall jetzt. So. Und dann praktisch kommt man ein bisschen nochmal mit dem Falzbein reinfahren und schauen, dass man das gut drückt. So, genau, dann kommen wir das wieder auf da. Schublade hinein. Das macht man dann zu. Und dann bindet man die Maschennummer. Und fertig ist unser Projekt. So, was sagst du jetzt da? Also ich finde, dass es schon sehr gelungen ist. Viel Spaß und vielen Dank fürs Dabeisein.